Kurzwelle. Hier ist Thüringens Rock- und Popradio. Sina Peschke und das Landeswelle Samstagsfrühstück. So, heute mit Lena Meyer-Landrut, aber auf den Nachnamen verzichtest du? Ja, ich verzichte auf Autogrammkarten und auf Albumcover darauf, weil es einfach schöner aussieht. Uns geht schneller. Uns geht schneller zu unterschreiben, absolut. Lena Meyer-Landrut heute noch bis 12 im Landeswelle Samstag. Die besten Songs aller Zeiten, das ganze Wochenende. Landeswelle. Lena, du bist jetzt 21, ganz genau 2,5 Jahre älter als damals beim Eurovision Song Contest. Wenn du dir jetzt, du guckst dir sicherlich oder vielleicht sogar auch nicht, weiß ich nicht, dir manchmal noch Fotos an von damals, von deinem großen Erfolg. Was geht dir da heute durch den Kopf? Also ehrlich gesagt gucke ich mir jetzt zu Hause nicht die Fotos an. Also ich setze mich jetzt nicht an den Tisch und denke so und jetzt noch meine alten Erinnerungen stöbern. Ich sehe die Bilder natürlich total oft, wenn ich irgendwo in einer Talkshow bin oder wo auch immer, wenn dann irgendwelche Rückblenden gespielt werden. Aber ehrlich gesagt fühlt es sich für mich nicht so an, als wären es 2,5 Jahre her. Also es fühlt sich relativ nah an. Du merkst aber schon, dass du anders bist. Ja, also total. Auf mich zumindest wirkst du total. Also auf jeden Fall merke ich, dass ich anders bin und ich bin auch sehr froh darüber, dass ich mich weiterentwickelt habe in diesen 2 Jahren. Es wäre ja katastrophal, wenn das nicht passiert wäre. Nee, aber ich bin so, klar, ich habe mich äußerlich ein bisschen verändert, ich habe auch mich innerlich wahrscheinlich ein bisschen verändert, aber ich habe das Gefühl, ich bin charakterlich auf jeden Fall irgendwie noch die gleiche Person geblieben und ich kann mich gut an die Geschichten erinnern, die da passiert sind. Welche meinst du jetzt? Naja, also an den ESC, an so alles, was so drumherum los war. Es ist zwar unglaublich viel passiert, aber dadurch, dass so viel passiert ist, habe ich tatsächlich auch viele Sachen, die für mich unwichtig schienen, gefiltert und die dann vergessen. Tja, und sowas passiert auch schon mit 21. Schwarz ist out gerade, zumindest bei dir. Tatsächlich? Na, so ein bisschen schon, jetzt hast du blonde Haare. Achso, ja, Haare. Naja, oben ist es noch dunkel. Und Klamotten schwarz ist auch überhaupt nicht out für mich. Ich glaube, das wird nie out. Meine Mutter hat auch immer schwarz getragen. Macht es dir Spaß, so ein bisschen jetzt so diese frauliche Geschichte zu durchleben und alles auszuprobieren? Total. Total, macht mir voll Spaß. Ich traue mich jetzt immer mehr, auch ein bisschen mehr Haut zu zeigen und so. Das habe ich ja vorher auch nie gemacht. Ich hätte mir nie vorstellen können, keine Strumpfhose anzuhaben und so. Und das mache ich jetzt. Mir macht das schon Spaß. Mir macht es Spaß, mich mit Mode und mit Klamotten auseinanderzusetzen. Ist es jetzt bei dir schon so, wie man das immer so hört von Leuten, die sehr bekannt sind, dass da jemand kommt und dir 10 Kleider bringt und du suchst dir das Beste raus, oder? Nee, schön wär's. Achso, kann man ja ganz laut sagen jetzt. Ja, wenn da jemand Interesse hat, meldet euch doch bitte gerne bei mir. Nee, also meistens ist es so, dass man, also wenn man irgendwas von irgendeinem Designer haben will oder so, dann kann man bei Agenturen anfragen. Aber oft kaufe ich mir die Sachen selber. Sina Peschke und das Landeswelle Samstagsfrühstück. Heute mit Lena in Klammern Meyer-Landrut. Richtig, Entschuldigung. Das ist die Lena vom Eurovision Song Contest, ja. Gerade mit einem neuen Album unterwegs. Lena, ich habe damals gedacht, mein Gott, ist die vernünftig? Als sie kurz nach dem Eurovision Song Contest hast du gesagt, so, ich will jetzt studieren. Tatsächlich? Ja, hast du gesagt. Das habe ich wirklich bewusst mitbekommen. Dachte, mein Gott, die ist älter, als sie aussieht. Im Kopf. Nach dem zweiten Eurovision habe ich das gesagt, ne? Kurz nach diesem ganzen Theater. Ja. Und da hast du dann gesagt, ich studiere. Und da dachte ich, musste die Mutter stolz sein, weil das Kind macht jetzt was Gescheites. Was Vernünftiges. Ist doch anders gekommen, gell? Ja, ich habe mich eingeschrieben auch sogar in der Uni für Philosophie. Hätte sowieso nur studiert, weil es mich interessiert. Also nicht jetzt auf irgendeinen Job bezogen oder so. Und deswegen, ja, ich habe mich eingeschrieben und habe mich dann aber kurzfristig doch noch umentschieden, doch das Album zu machen. Weil ich habe gedacht, ich habe jetzt noch einen Plattenvertrag. In 5 Jahren habe ich vielleicht keinen mehr. Und habe dann gedacht, dann lieber nicht jemandem anderes den Studienplatz wegnehmen, lieber schnell wieder ausschreiben und dann irgendwann anders nochmal anfangen zu studieren. Ich bin 21, da kann ich ja noch auch in 5 Jahren noch studieren. Wie geht denn deine Mutter damit um? Ich meine, die hat ein Mädchen, die war vor 5, 6, 7 Jahren noch ihr kleines Mädchen und jetzt schlägt sie die Bunte auf und macht dann jetzt doch nicht, was sie geplant hatte. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht ganz leicht für sie ist. Naja, also geplant war ja schon mal erstmal gar nichts. Deswegen ist das nicht so schlimm. Ich hatte noch nie so einen richtigen Plan, was ich mache. Und ich glaube, es ist für jede Mutter irgendwie schwierig, wenn das Kind aus dem Haus geht. Egal, was passiert. Also egal, ob man eine Lehre in einer anderen Stadt anfängt oder... Wohnst du noch zu Hause? Nein. Nein. Schon lange nicht mehr. Wohne seit 2 Jahren in Köln. Und wie oft siehst du deine Mutter? Oft. Genug.
Das Mädchen ist groß geworden. Lena Meyer-Landrut heute noch bis 12 im Landeswelle Samstagsfrühstück. Kümmert sich eigentlich Stefan Rath noch um dich? Ja, also kümmern ist jetzt so ein, weiß ich nicht, was stellst du dir denn unter kümmern vor? Kümmern stelle ich mir vor, dass er mal drüber guckt, was du gerade so machst, ob er das gut findet oder vielleicht, dass du vielleicht sogar zu ihm gehst, sagst, Stefan, guck doch mal, ich bin mir nicht ganz so sicher oder so, kannst du ihn anrufen, ist er jederzeit da oder? Ja, ich kann ihn jederzeit anrufen. Ich habe ihm das Album vorgespielt, als es fertig war, hätte ich das Gefühl gehabt, ich hätte seinen Rat gebraucht, hätte ich ihn anrufen können. Ich habe ihn natürlich nach seiner Meinung gefragt und die ist mir auch sehr wichtig und der Kontakt ist auf jeden Fall immer da und wenn irgendwas ist, dann kann man den anderen auch erreichen. Du hast Stefans Nummer und rufst ihn an. Absolut. Machst du das jetzt eigentlich so lange mit dem Singen, bis du dir deinen Bauernhof kaufen kannst? Das macht die Runde. Ich weiß nicht, also der Bauernhof steht fest irgendwann, aber wenn man mich jetzt nach einem 10-Jahres-Plan fragt, weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt die nächsten 10 Jahre Musik mache oder ob ich ein Nagelstudio aufmache, keine Ahnung. Kühe, Schweine? Ja, Kühe, Schweine, Hühner natürlich, wegen Eier. Hund, Katze? Hunde, viele. Katzen auch, aber nur für draußen. Hasen. Und wer macht das alles? Hasen und Meerschweinchen. So. Naja, ich habe ja dann sehr, sehr viele Kinder, die sich auch mit mir darum kümmern. Ja, vielleicht ist der Bauer der Mann, den du brauchst. Ich glaube nicht. Du hast sogar bei deinem neuen Album selbst mitgemacht. Mhm. Hast es nicht schreiben lassen und produzieren lassen. Mhm. Was genau hast du da gemacht? Na, ich habe Texte geschrieben, ich habe Melodien komponiert, ich war bei der Produktion dabei, hast du auch mal gesagt, so nicht? Absolut. Und Sie haben sich das auch dann gefallen lassen? Naja, also es ist ja, hat nichts mit gefallen lassen oder nicht gefallen lassen zu tun. Eigentlich ist es eher so eine Absprache. Ne? Mhm. Man sitzt zusammen und man schaut, was könnte gut passen, was hört sich gut an, was hört sich nicht gut an. Jeder bringt irgendwelche Ideen ein und wenn dann mal jemand was sagt, was ich nicht gut finde, dann sage ich mal, nee, finde ich nicht gut. Und was dabei rausgekommen ist, wenn Lena selbst mitmacht, das hören wir jetzt, die erste Single aus ihrem neuen Album Stardust, heißt auch so, richtig. Stardust. Und ja. Die hören wir uns jetzt mal an. Toll. Der erste Gedanke war ein bisschen Kelly Family und ein bisschen Weihnachten. Ja, kann ich nachvollziehen. Ja, und du hörst es auch nicht das erste Mal, was sagen die anderen so? Also die ehrlich gesagt, die anderen haben das noch nicht gesagt. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe auch ein bisschen Kelly Family und Michael Jackson Heal the World Gefühl gehabt, ganz am Anfang. Kate Bush habe ich schon mal gehört. Mhm. Und ja, finde ich, also ich bin mit allem gut. Viel zu tun. Zeit für Männer? Für einen, ja. Ach so, ach da ist einer, du hast Zeit für einen. Absolut. Ja, super. Kennt man den? Nein. Ja, also es ist so eine Sache. Ich glaube, dass wenn man in der Öffentlichkeit steht und wenn man mehr und mehr und mehr in der Öffentlichkeit steht und einen bestimmten Standard irgendwie erreicht hat und man ist jetzt keine Z-Prominenz, sondern irgendwie, es ist schon so, dass viele Leute einen anschauen, dann muss man der Presse, den Medien gegenüber irgendwo eine Grenze ziehen. Mhm. Auch damit die gut damit umgehen können. Das heißt nicht nur, dass man selber damit gut umgehen kann, sondern man muss auch einfach eine klare Grenze sagen, hier hört das für mich auf und dann können auch andere damit total gut umgehen. Es freut mich ja auch für dich, dass du darauf nicht verzichten musst. Ja. Weil das wäre ja schlimm. Genau. Hm? Also ein bisschen Neugier gehört zu mir. Absolut, nee, ist ja auch total legitim. Und also ich habe das gelernt, dass ich Fragen beantworte, mit denen ich mich wohlfühle. Und wenn das meine Grenze überschreitet, dann sage ich, möchte ich nicht beantworten. Sina Peschkes Thüringen-Test bei Landeswelle. Heute mit Lena Meyer-Landrut. Da muss jeder durch. Oh Gott, oh Gott. Wer soll auf der Wartburg in Eisenach das Tintenfass an die Wand geworfen haben? A. Goethe, B. Honecker, C. Luther. Ich habe absolut keine Ahnung. C. Okay. Welcher Sänger hat im Hotel Elefant in Weimar seine eigene Suite gehabt? Kommst bestimmt drauf. Also eine Suite, die nach ihm benannt wurde. A. Udo Jürgens, B. Westernhagen oder C. Udo Lindenberg? C. Keine Ahnung. Gut geraten. Welcher hoffnungsvolle Nachwuchskünstler kommt aus Erfurt? Den kennst du. A. Tim Bensko. Ja. Ah! Geil! Welches bekannte Model ist Thüringerin? Nadja Auermann, Eva Pattberg oder Dieter von Thies? Eva Pattberg. Ja. Was sagt man in Thüringen zu Berlinern? Oh Gott, oh Gott. A. Eierkuchen oder B. Pfannkuchen? Ja, dann wahrscheinlich A. Nee, B. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, doch. Was? B. Ja, gut. Ist ja 50-50. B. Pfannkuchen. Wie heißt die Thüringer Ministerpräsidentin? A. Christine Neubauer, B. Christine Lieberknecht oder C. Christine Kaufmann? Nummer 2. Ja.
Welches Bundesland grenzt nicht an Thüringen? A. Niedersachsen, B. Brandenburg, C. Bayern. Bayern. Brandenburg? Ja. Oh Gott. Hätte ich jetzt einen Pfannkuchen da, würde ich ihn dir anbieten. Ja, danke. Das Landeswelle Samstagsfrühstück heute mit Lena in Klammern Meyer-Landroth steht übrigens auf Käsebrötchen. Absolut. Keine Wurst. Nächstes Jahr bist du voll beschäftigt mit deiner Tour, mit dem neuen Album. Richtig. Geht wieder alles los. Hat man dir schon eigentlich eine Hauptrolle irgendwo angeboten? Keine, die ich angenommen hätte. Ach so, also da geht schon was, ja, verstehe. Oder vielleicht für eine Kosmetikserie oder so? Auch das noch nicht? Nee, ich warte noch. Lena, alles Gute. Dankeschön, dir auch. Viel Spaß, genieße die Zeit. Danke. Und nimm mit, was geht. Absolut. Tschüss. Tschüss.